Für die, die neu dazugekommen sind, ich bin Hendrik Zimmermann von Germanwatch und moderiere jetzt unsere Panel-Diskussion zum Thema Energiewende und Datenschutz. Wir haben 5 hochklassige Expertinnen hier dabei, die ich jetzt bitten möchte, alle mal nach vorne zu kommen. 2 stehen schon da, jetzt sind es schon 3. Es kann sein, dass der Herr Dr. Engelke etwas später dazukommt, weil er noch in der anderen Session gerade gebunden ist, aber der wird auf jeden Fall auch dazustoßen. Genau, und wen haben wir denn hier? Also wir haben auf jeden Fall als erstes hier Frau Dr. Stefanie Ropenus. Genau, wink am besten mal Steffi, damit alle wissen, wer du bist. Hallo. Genau. Stefanie Ropenus ist Projektleiterin Netze und Digitalisierung bei der Agora Energiewende, einem Denk- und Politiklabor für das Gelingen der Energiewende. Dann haben wir von euch aus gesehen rechts neben Stefanie. Haben wir Tanja Leutz. Tanja Leutz ist Geschäftsführerin von CO2 Online, einer gemeinnützigen Beratungsgesellschaft für den Klimaschutz, und sie befasst sich unter anderem mit den Themen Gebäudeenergie, Energiesparen, Mobilität. Mein Mikro geht mir die ganze Zeit hier abhanden. So geht's. Bisschen auf die Zehenspitzen stellen. Okay, dann haben wir hier direkt neben mir, also von euch aus gesehen rechts neben mir, Dr. Malte Engeler. Super, jetzt. Das Mikro will nicht so richtig. So geht's? Super, genau. Dr. Malte Engeler hier neben mir. Wichtig, Engeler mit ER am Ende, sage ich deswegen, weil wir auch noch einen Dr. Engelke hier haben. Also bitte unterscheiden. Dr. Malte Engeler ist digital- und netzpolitischer Autor und Richter am Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht. Also kann uns mit der juristischen Sicht ein bisschen weiterhelfen. Dann haben wir Dr. Thomas Engelke hier. Der steht von mir am weitesten weg in dieser Reihe, ist aber groß genug, sodass Sie ihn alle sehen können, sogar ich von hier aus, mit KE am Ende. Dr. Engelke ist Teamleiter Energie und Bauen beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Gut, und dann haben wir noch dahinter am PC stehend quasi Justin Othergay, Initiator des Open Source Smart Meter Projektes Volkszähler.org, einer Seite, auf der man sich eine Anleitung herunterladen kann, um sich selber einen Smart Meter zu bauen. Also ganz interessant. Aber bevor wir anfangen mit unserer Diskussion, habe ich ein paar Fragen ans Publikum. Und zwar zunächst würde mich interessieren, bitte zeigt doch mal per Handzeichen an, wer von euch grob weiß, was ein Smart Meter eigentlich ist. Das sind viele, aber nicht alle. Also es gibt ein paar Leute, die sich nicht gemeldet haben. Aber da es so viele sind, macht die zweite Frage auch Sinn. Wer von euch hat denn einen Smart Meter schon zu Hause oder eine App zu Hause zu Energiefragen oder hätte gern einen Smart Meter oder eine App zu Hause, um das zu betreiben, zu nutzen für Energie? Das sind gar nicht so viele. Das sind vielleicht, ich habe jetzt so beim drüber gucken, 10 Meldungen gesehen. Okay, und dann würde mich noch interessieren, wer von euch sagt denn, so ein Ding kommt mir auf gar keinen Fall ins Haus? Das sind schon ein paar mehr, aber auch ungefähr 10. Also ziemlich Gleichstand, würde ich sagen. Das ist spannend. Okay, wir fangen jetzt damit an. Justin, du wirst uns kurz ein bisschen was vorstellen und ich würde dich bitten, ganz kurz zu erklären nochmal, was ein Smart Meter ist, weil es ja nicht alle wussten. Und dann anhand deiner Folien kurz zu erläutern, warum du eigentlich glaubst, dass man lieber seinen eigenen Smart Meter bauen sollte. Ich gebe dir... Perfekt, das müsste gehen. Ja. Ich fasse mich kurz, benutze nicht mal Standardwitze, die man da jetzt irgendwie machen könnte. Oh, jetzt habe ich es verstellt. Okay, hallo. Stromprofile raten mit dem Smart Meter. Danke. Ich hoffe, man versteht mich, und wenn er mich nicht versteht, liegt es wahrscheinlich an meinem Badisch, also nicht am Mikro. So, gibt keine Übersetzung hier leider. Los geht's.
Was ist denn eigentlich ein Smart Meter? Da muss man jetzt kurz unterscheiden, das lohnt sich auch nachher für die Diskussion. Im ersten Moment geht es darum, dass man diese alten elektromechanischen Geräte ersetzt durch neue elektronische Geräte. Passiert überall, im Auto, im Tacho, früher elektromechanisch oder gar mechanisch und heute elektronisch. Tut alles nicht weh, hat seine Vorteile. Und der wesentliche Unterschied bei den neuen Geräten ist, dass er nicht nur den aktuellen Zählerstand hält, wie es früher der Fall war bei dem klassischen, sondern dass er gleichzeitig Werte speichern kann und dass er die aktuelle Leistung beispielsweise messen kann. Das sind so die wesentlichen Unterschiede. Dazu kommt noch, dass er kommunizieren kann. So, in welche Richtung er jetzt kommuniziert, da lohnt sich das gleich zu unterscheiden. Also wir haben diesen Zähler an sich, der komplette, ja, korrekte Begriff dafür ist die moderne Messeinrichtung, so steht es im Energiewirtschaftsgesetz. Das heißt, das ist dieser neue Zähler, der so ein bisschen mehr kann, aber der im Wesentlichen Ersatz ist für dieses alte elektromechanische Gerät. Dann ist da wichtig noch, der hat eine lokale Schnittstelle, der hat vorne zwei so, eins ist eine LED und eins ist ein Fototransistor, bin ich ein bisschen vorsichtig, wenn der Kollege da hinten sitzt, dann würde er gleich sagen, nein, es sind keine zwei LEDs. Also der hat eine Schnittstelle, über die er sprechen kann mit dem Nutzer, also auch die Nutzerschnittstelle, über die man also selbst Werte auslesen kann. Das zeichnet die moderne Messeinrichtung aus. Wenn man jetzt da einen Schritt weiter geht und sagt, man stellt ihm da jetzt noch eine Möglichkeit zur Verfügung, um aus dem Haus raus zu kommunizieren, dann geht das über das sogenannte Smart Meter Gateway. Der hat also auf der Rückseite nochmal, Entschuldigung, auf der Rückseite hat er nochmal so eine Schnittstelle, die sehr ähnlich ist wie die hier, nur ist die Ebene erreichbar und die spricht dann in Richtung des Messstellenbetreibers. Wenn man das jetzt hat, also diesen Zähler mit diesem Smart Meter Gateway, dann spricht man so etwa vom intelligenten Messsystem, wiederum ENWG-Vokabular. Also es gibt einmal diese moderne Messeinrichtung, das ist nur der Zähler an sich, tut nicht weh, hätte ich jetzt gesagt, und es gibt das Messsystem, das ist das, was dann nach draußen plaudert, das sollte man sich überlegen. So, das geht via Internet, vielleicht hilft es, so begrifflich das festzuhalten, falls ihr mit dem Vokabular nicht so firm seid. Moderne Messeinrichtung heißt, die Daten bleiben im Haus, sozusagen sehr ähnlich, wie es bisher war. Und beim intelligenten Messsystem, die Daten verlassen das Haus. Okay, so viel vorab. Wofür verwenden wir diese Begriffe? Wie sieht sowas aus? Na, jetzt haben wir mal einen typischen Zählerkasten hier, wo zwei Zähler jetzt drin sind. Das sind zwei unterschiedliche Modelle. Ich weiß nicht, ob der Hersteller jetzt da hier sitzt oder ob der dabei ist. Spielt auch keine Rolle. Die sind sich recht ähnlich. Wir haben hier ein Display, das zeigt einen Zählerwert an, wie die alten Dinger auch. Und der hat jetzt zusätzlich noch direkt die Anzeige für die Leistung. Hier hat er die Schnittstelle. Könnt ihr das sehen, diese Hand hier? Ja, ich glaube, ne? Und er hat hier die Schnittstelle, das ist dasselbe Ding. Und ja, das war es eigentlich schon. Und hier sieht man jetzt, man kann auf diese Schnittstelle so einen Knopf dran machen, so einen Lesekopf. Und wenn man den an Raspberry Pi anschließt, dann kann man damit selbst die Daten auswerten und visualisieren. Und wie sowas aussieht, das sehen wir jetzt. Und jetzt dürft ihr raten, das war ja angekündigt, was man hier sieht. Manche sind ausgenommen, weil sie es zu leicht haben. Aber wer jetzt mal ein bisschen spekulieren will, fühlt euch dazu eingeladen. Kann ein bisschen eine Orientierung geben. Wir sehen hier auf der Y-Achse die Leistung. Hier sehen wir irgendwie 2500, also haben wir hier so 2800 Watt. Also wenn wir von einem Haushalt reden, heißt es, da wird jetzt irgendwas warm. Wahrscheinlich ist sogar ein Gerät, mit dem man absichtlich irgendwas warm macht. Und da sieht man außerdem hier noch die Uhrzeit und auch so, wie lange ist das? Na, 10 Minuten oder so? Ja, also in etwa 8, danke, wow. Und hier ist dann weniger. So, jetzt, was könnte das sein? Eine Waschmaschine? Herd ist sehr gut, weil im Prinzip was passiert, also ein Herd sieht ähnlich aus, Waschmaschine sieht anders aus, kommt noch. Weil was passiert, das ist der Backofen. Wir haben einen Backofen, wenn wir den einschalten, hat er normalerweise so etwa 20 Grad. Da muss er aufheizen auf 180 und so, oder auf 200, ist ja wurscht. Ne? So, und was er danach machen muss, wenn er die 180 erreicht hat, dann schaltet er diese Heizung aus, braucht dann weniger Strom und dann geht es runter auf 175 Grad und dann heizt er wieder nach. Das braucht wesentlich weniger Strom. Das kann man aus dem Profil soweit rauslesen. Gut, weiter geht's. Sieht jetzt ein bisschen wilder aus. Das muss eine Steigerung sein, ist klar. Wieder hier zur Orientierung, 140 Watt, 160 in der Spitze. Läuft über 4,5 Stunden, vielleicht noch die Uhrzeit so als Indiz. Bitte? Ja, Heizungspumpe, Heizung ist eher nicht bei 60 Watt, kommt an, was man heizen will. Ein Hamsterkäfig wird noch funktionieren, aber eine Wohnung eher nicht. Aber eine Pumpe könnte sein, ja. Eine Pumpe ist auch tatsächlich, ja, aber in was für einem Gerät? Ja, genau.
Ist natürlich ein bisschen gemein, weil es ist Kühlschrank und Gefrierschrank wichtig. Keine Kühl-Gefrier-Kombination. Die hat typischerweise nur ein Aggregat. Da sieht man dann keine zwei sich überlagernden Zyklen. Was man also sieht, hier der Gefrierschrank, der hat einen etwas langsameren Zyklus und eine etwas höhere Leistung, sind ca. so 60 Watt. Und darüber liegt dann der Kühlschrank, der dann seine Peaks da oben drauf setzt. Der hat einen schnelleren Zyklus und der hat irgendwie nur so 30 Watt, glaube ich. Und das ist typischerweise nachts, weil da niemand Licht ein- ausschaltet, Fernseher und so weiter, ne? Was sieht man hier? Guckt wieder so ein bisschen auf die Leistung und auf die Zeitleiste hier. Ja, perfekt. Genau, Volltreffer. Na, also, so, das heißt, wenn über Tage hinweg Tag und Nacht nicht zu unterscheiden ist, na, dann schaltet niemand da was ein oder aus. Ne? Also entweder... Also wie auch immer, also wahrscheinlich ist der Urlaub, weil einfach niemand da ist und Geräte einschaltet tagsüber, dann haben wir hier irgendwie so ein paar Wochen. So, jetzt was kann man daraus für Rückschlüsse ziehen auf das, was in der Wohnung oder in dem Haushalt passiert? Na, zum einen, wenn man sehen kann, wann dieses Intervall stattfindet, kann man schon mal Rückschlüsse ziehen, da gibt es in dem Haushalt schulpflichtige Kinder. Wenn es außerhalb der Schulferien ist, wahrscheinlich eher nicht und so weiter. Und auch, ja, wie lang ist denn diese Urlaubsphase, wie häufig ist das? Weil wenn ich weiß, dass jemand dreimal im Jahr für 2 bis 3 Wochen in Urlaub geht, dann kann ich schon mal abschätzen, also richtig schlecht geht es dem, ne? Finanziell. Und ich kann natürlich auch da Veränderungen sehen, also früher 4-mal im Jahr in Urlaub, jetzt plötzlich 2 Tage nur noch im Stück oder so. Auch sowas lässt sich daraus ablesen. Ne? So, ich habe noch mal einen. Haben wir noch Zeit? Steht schon. Okay, letzte, also gut, letztes Profil. Oh, ich habe schon verraten, oh, wie schlimm. Okay, dann erkläre ich es nur kurz, sparen wir ein bisschen Zeit. Also was passiert? Wir haben hier das kalte Wasser, was reingelassen wird in die Maschine, es wird dann aufgeheizt und dann wird das Geschirr gereinigt. Das heißt, dann hat man zum Schluss hier etwas saubereres Geschirr, aber dafür schmutziges Wasser. Dann pumpt man das ab, lässt nochmal neues Wasser rein, heizt es nochmal auf. Hier in der Zwischenzeit laufen nur die Pumpen, die so ein bisschen das Wasser verteilen und den Schmutz einsammeln. Und hier passiert das Ganze dann nochmal von vorne. Um ehrlich zu sein, habe ich mich das auch gefragt. Ich kann es nicht sagen. Also, ach so, ja, genau. Seine Frage war, wieso ist denn der zweite Block hier breiter? Also wieso ist die Zeit hier länger? Ich kann es nicht beantworten. Ich kann es nicht sagen. Weil es trocken noch dazu kommt, ist möglich, ja. Ja. Okay. Gut. Dann, Dankeschön. Okay, jetzt haben wir ja schon gesehen, was man so alles ablesen kann an Smart Meter Daten und man kann sich vielleicht dann auch schon denken, für wen das interessant wäre, sowas zu wissen. Ich würde Steffi dich vielleicht zuerst mal fragen, kannst du noch mal kurz erklären, warum du glaubst, dass die Energiewende eigentlich die Digitalisierung braucht? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ja sehr relevant ist in dem Kontext. Grundsätzlich ist die Digitalisierung ja erstmal kein Selbstzweck, sondern tatsächlich ein Ermöglicher oder Enabler. Und es gibt viele Gründe, warum wir sie brauchen. Ich würde jetzt einfach mal mich auf 3 fokussieren. Der erste Grund ist, dass die Energiewende ein riesiges Koordinationsproblem ist. Das heißt, wir haben auf der einen Seite, wenn wir jetzt mal zum Beispiel den Strombereich nehmen, ein System mit vielen dezentralen Einspeisern, 1,6 Millionen Photovoltaikanlagen, rund 30.000 Windenergieanlagen. Und wir müssen ja immer ein Gleichgewicht haben zwischen Angebot und Nachfrage, damit das elektrische System auch stabil ist. Und da helfen uns natürlich dann die Kommunikations- und Steuerungstechnologien, indem wir eben mehr Messwerte erfassen können und auch entsprechend regeln können. Ein zweiter wichtiger Punkt ist aber natürlich nicht nur das Stromsystem, denn wir haben ja die Energiewende. Das heißt, wir haben genauso auch die Wärmewende und die Verkehrswende, also die Sektorenkopplung. Und um eben Synergien, das war schon vorhin angedeutet im Eingangsvortrag, um eben Synergien auch zu nutzen zwischen den verschiedenen Sektoren, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir hier auch untereinander interagieren können. Also ein klassisches Beispiel ist Elektromobilität. Wenn alle gleichzeitig ihr Elektroauto an einer Straße laden, kann das zum Beispiel sehr stark die Netze belasten. Wenn wir hingegen intelligent koordiniert laden können, haben wir da keine Probleme. Das heißt, wir können also zeitlich und räumlich da auch Synergien nutzen. Der dritte wichtige Punkt ist dann tatsächlich die Hebung von Effizienzpotenzialen und Flexibilitätspotenzialen.
Angefangen vom Energiemanagement zur Hebung der Energieeffizienz in Haushalten bis hin zu, dass man zum Beispiel Power-to-Heat oder Power-to-X-Anlagen auch entsprechend nutzen kann, eben verschiedene Anwendungen über die Sektoren hinweg. Ganz wichtig ist für mich nochmal an der Stelle, wir brauchen diese Messung, Kommunikation und Steuerung, ganz klar für die Koordination, aber die Frage ist natürlich, wie hoch aufgelöst brauchen wir die Informationen? Ich finde, wir haben gerade schon sehr eindrucksvoll gesehen, was man da alles ableiten kann. Deswegen also ist die Frage, reicht es nicht manchmal auch an bestimmten neuralgischen Punkten, zum Beispiel im Stromnetz, Sensoren zu haben? Oder wie weit müssen wir da eigentlich tief gehen in der Auflösung? Also das ist der eine wichtige Punkt. Und der zweite ganz wichtige Punkt ist, den ich nochmal betonen möchte, wir haben eigentlich zwei Arten von Sektorenkopplung. Einmal die Sektorenkopplung zwischen Strom, Wärme und Verkehr und dann eben die Sektorenkopplung zwischen dem Energiesektor als Ganzem und dem Telekommunikationssektor. Und deswegen bin ich auch sehr begeistert von der Konferenz heute, um hier zu diskutieren, wie wir das proaktiv gestalten können. Ja, vielen Dank. Ich finde diesen Punkt besonders interessant. Du hast ja gesagt, für die Sektorkopplung ist es wichtig, also zum Beispiel für die Elektromobilität. Wenn jetzt viele Leute um 18 Uhr nach Hause kommen und ihr Elektroauto laden wollen, was kann die Digitalisierung denn dann, also erstmal, welche Probleme verursacht das im Netz und was kann die Digitalisierung da konkret leisten, damit diese Probleme gemindert werden? Ja, also wenn jetzt zum Beispiel alle Leute, sagen wir, in einer Straße nach Hause kommen und haben eine entsprechend große Ladeleistung, wo sie eben als Last, als Stromverbraucher dann Strom beziehen, um ihr Elektroauto zu laden, dann kann das einen Netzengpass probieren. Ne? Das wäre so der Klassiker, alle kommen um 18, 19 Uhr nach Hause, sagen, Mensch, ich möchte jetzt irgendwie hier schnell mein Auto laden und dann auf einmal haben wir einen Netzengpass und das kann im schlimmsten Fall natürlich dazu führen, dass wir dann eben dort im Netz thermische Limits überschreiten und das halt eben dann auch die Versorgungssicherheit gefährdet. Was man jetzt konkret machen kann, ist, wenn ich jetzt hingegen aber weiß, okay, die Leute kommen zu den Zeiten nach Hause, kann ich natürlich auch sagen, ich muss ja vielleicht gar nicht das Auto sofort aufladen, das Elektroauto bei jedem. Es kann sein, dass einer vielleicht jetzt tatsächlich schnell laden muss, um nochmal eine Besorgung danach zu machen, aber es könnte auch sein, dass jemand anders sagt, Mensch, das kann auch über Nacht geschehen und dann könnte ich das im Prinzip nutzen, dass die Kunden unterschiedliche Präferenzen da haben. Und wenn man diese Informationen dann hat, könnte man das halt eben dann mit intelligenten Ladevorgängen ohne Komforteinbußen, im Idealfall natürlich, dann entsprechend auch umsetzen. Das ist jetzt so ein Beispiel, wo es vielleicht noch relativ schön funktioniert. Man ist aber, wie gesagt, immer in dem Spagat. Je intelligenter ich steuern will, desto mehr brauche ich natürlich Informationen. Und dann ist auch die Frage, wer steuert? Ist das ein Peer-to-Peer-System oder ist es dann vielleicht doch ein Netzbetreiber oder ein Aggregator oder ein Dritter? Also das ist dann die zweite Frage. Ja, und mehr Informationen bedeutet auch immer mehr Daten müssen erhoben werden. Genau, genau. Man weiß, wann man nach Hause kommt. Okay. Tanja Leutz, vielleicht als Nächste. Warum sind Smart Meter deiner Ansicht nach für ein zukunftsfähiges Stromnetz notwendig? Oh, mir brennt so sehr was anderes auf den Lippen, weil wir sind so wahnsinnig stromlastig. Wir haben das gerade eben auch gehört, wir brauchen irgendwie für die Stromwende Smart Meter und ich möchte gerne noch mal eine Lanze für die Wärme schlagen und erheben und auch für das, was du gerade gesagt hast, wir von CO2 Online, wir kommen ja immer sehr von dem Nutzer. Ja, was habe ich denn für einen Vorteil, was für eine Lösung bietet mir vielleicht ein Smart Meter und ein Smart Meter selber ist ja erstmal keine Lösung, ja, es ist ein Zähler und es ist im Idealfall ein intelligenter Zähler und im Wärmebereich sehen wir einfach diese enormen Effizienzpotenziale, die auf der Straße liegen, weil Hausbesitzer nicht wissen, wie ihre Technik eigentlich funktioniert. Sie haben nicht den Überblick, sie bekommen nicht den Feedback, hat sich die Modernisierungsmaßnahme gerechnet. Und um ein Beispiel mal zu nennen, wir haben in Deutschland rund 2,2 Millionen Solarthermieanlagen hier installiert bei privaten Hausbesitzern und zwei Drittel dieser Anlagen funktionieren nicht so, wie sie funktionieren könnten und zum größten Teil wissen es die Hausbesitzer nicht. Also was uns fehlt, ist das Thema Feedback, Funktionskontrolle und dort kann der Smart Meter natürlich auch gerade im Wärmebereich sehr gute Zahlen liefern, die kombiniert mit Monitoring-Systemen mir halt unterjährig auch ein Feedback geben und auch eine Handlung auslösen. Das heißt, wir verpulvern jeden Tag Unmengen an CO2 hier in Deutschland, weil modernisierte Häuser von der technischen Seite her nicht so funktionieren, wie sie funktionierten könnten. Und da sehen wir einfach gute
Hebel neben diesem ganzen Thema Flexibilisierung und bessere Verteilung von Stromlast und so weiter und so fort, wo wir einfach sagen, wir müssen gucken, dass wir diese Smart-Meter-Debatte auch etwas differenzierter führen. Also es ist wichtig zu sagen, bei Strom und was für Daten werden da eigentlich erfasst und wer bekommt die Daten und was kann man mit den Daten machen. Im Wärmebereich sieht das ganz anders aus, weil wenn ich dort ein Lastprofil von einem Mehrfamilienhaus bekomme, sind da keinerlei Rückschlüsse drauf zu ziehen, wer heizt denn jetzt hier stark und wer heizt wenig und so weiter, sondern das geht in der Menge dann eigentlich verloren. Heißt das, Tanja, du würdest sagen, wir brauchen es für die Wärme, aber für den Strom nicht? Doch, für beides brauchen wir es. Aber natürlich müssen wir dort ganz offen diskutieren und auch Regeln schaffen, was Datenschutz, Datensicherheit angeht. Und ich glaube, wir haben es ja vorhin auch gehört mit dem Buch Blackout, das war ja nochmal so ein Lesehinweis, dass das Thema Daten und wer Zugriff auf diese Daten hat und wer sie steuern kann, ist eine große Bedrohung auch in der Zukunft, wenn es um Terrorismus und Kriege und Ähnliches geht. Und das betrifft uns in dem Bereich auch. Also wer dort Zugang zu solchen sensiblen Daten hat und irgendwelche Sachen steuern kann oder ausschalten kann oder so, hat enorme Macht und deswegen müssen wir sensibel damit umgehen. Ja, du hast ja, also ich habe in Publikationen von CO2 Online gelesen, für ein zukunftsfähiges Stromnetz brauchen wir aber auch Smart Meter. Das heißt, klar. Auch für die Flexibilität. Ja, natürlich. Also es geht nicht ohne Digitalisierung in dem Bereich. Okay. Ganz klar. Nur mir ist es wichtig in der Debatte, dass wir immer sagen, wenn wir von Smart Mietern sprechen, nicht immer nur die Strombrille zu diskutieren und dort mit allen Sorgen, die dort sind oder mit allen Zurückhaltungen zu sagen, das trifft für den Wärmebereich genauso zu, da gar nicht gesehen wird, was für Potenziale gerade im Wärmebereich auch da sind, wenn wir dort mehr messen, wenn wir dort mehr monitoren und auch mehr Digitalisierung in die Häuser reinbekommen, weil wir einfach auch intelligente Produkte haben, die dadurch auch besser gesteuert werden. Wir können eine bessere Wärmeverteilung in den Häusern erzielen. Es kann Fernwartung der Heizanlage kann entstehen und all solche Dinge, die jetzt momentan einfach auf der Straße liegen bleiben. Das heißt, du rätst den Leuten, Smart Meter soll ins Haus. Ich bringe es ihnen näher. Okay. Ich selber setze es nicht ins Haus, aber wir versuchen dort Aufklärung zu machen, um aufzuzeigen, unter welchen Bedingungen es eine Lösung sein kann, kombiniert mit gutem Monitoring, kombiniert mit guten Produkten, intelligenten Produkten, wie wir dort einfach unsere Effizienzpotenziale im Gebäudebereich heben können. Okay, vielen Dank. Jetzt steht neben mir Dr. Malte Engeler. Wie bewerten Sie denn aus juristischer Sicht die ganze Debatte um Energiewende und Datenschutz? Also ich denke, was wir jetzt schon sehen an dem sehr interessanten Vortrag mit den Bildern und auch dem, was gerade gesagt wurde, dass sich Datenschutz und Energiewende im Grunde auf einem ganz brutalen Kollisionskurs befinden. Smart Metering ist ja im Grunde nichts anderes als Überwachung des Energieverbrauchs, um festzustellen, wo können wir effizienter werden, wo können wir den gleichen Strom besser einsetzen oder können wir mit weniger Strom das gleiche Ergebnis erreichen. Und damit sind wir im Grunde immer dabei, dass wir Informationen brauchen, das ist genau das, was gesagt wurde. Und damit sind wir immer im Konflikt mit Datenschutzrecht. Und das Problem ist eigentlich, dass das eine unglückliche Situation ist, weil das Datenschutzrecht eigentlich sehr viel vom, ich sag mal, weitergedachten Energiewende als Umweltschutzrecht lernen hätte können. Das Problem ist, wir haben in der Vergangenheit, in den 80ern, als die Debatte um meinetwegen Kohlekraft, Atomkraft aufkam, eine sehr klare politische Orientierung gehabt, klare Neins zu formulieren. Wir haben also im Umweltschutzrecht eigentlich gesagt, so geht's nicht, das wollen wir auf keinen Fall. Es war nicht so, dass die Nachbarn beim Atomkraftwerk nur gesagt haben, wir hätten gerne mehr Wissen darüber, wie diese Strahlung uns alle tötet und wie lange das dauert und dann möchte bitte ein Einwilligungsformular unterschreiben, dann ist der Umweltschutz zufrieden. So wurde es früher nicht gemacht. Im Datenschutzrecht haben wir jetzt aber eigentlich im Grunde genau das Problem, dass das Datenschutzrecht mehr und mehr in diese Transparenz- und Einwilligungsecke geschoben wird und das sehen wir zum Beispiel auch im, ich glaube, das heißt das Messstellenbetreibergesetz, wo bei allen Datenkategorien, wo all diese Messstellenbetreiber dann bestimmte Daten verarbeiten dürfen, immer am Ende noch so ein Ja oder wenn die Einwilligung der Anschlussinhaber vorhanden ist. Und das Problem ist im Grunde, dass wir auf die Antwort, wie granular wollen wir eigentlich Smart Metering betreiben und so weiter, haben wir gewisse Minimallösungen, das, was die Messstellenbetreiber halt brauchen, was sie dürfen, schon von Gesetzes wegen her und immer die Einwilligung. Das ist im Grunde das, wo ich sage, da müssen wir nochmal neu über nachdenken, weil diese Mehrwerte, die für die Strombetreiber entstehen, die also auch dafür sorgen, dass man zum Beispiel neben dem Verkauf von Strom auch vielleicht Dienstleistungen, all diese smarten Sachen verkaufen kann und dann in die Verträge, den müssen über die Einwilligung reinkriechen, die wir dann alle mit unterschreiben müssen. Das kann nicht die Antwort sein. Da muss das Datenschutzrecht eigentlich etwas lernen vom Umweltschutzrecht und sagen, wir machen eine Minimal-, also eine Maximalhöhe an Daten, die überhaupt nötig sind und selbst mit Einwilligung geht nicht mehr. Und das ist im Grunde das, was aktuell in der gesetzlichen Regulierung ganz klar fehlt. Eine klare Grenze und das ist das Problem, das Datenschutzrecht hat eigentlich etwas vom Umweltschutzrecht nicht übernommen, nämlich zu lernen, Nein zu sagen. Das müssen wir eigentlich wieder lernen. Okay, klares Plädoyer, Nein sagen.
Würde dieses Nein nicht all die ganzen schönen Chancen, die wir gerade gehört haben, von Stefanie Ropenus und Tonja Leutz, auch abschneiden? Ja. Okay. Also es ist so klar zu beantworten. Es gibt einfach eine Effizienzsteigerung, die mit der Amtsrecht vereinbar ist, und da müssen wir ein angemessenes Maß finden. Aber es muss eine Grenze geben, wo wir sagen, also diese Art von Auswertung, wer ist wann zu Hause, wer hat wie viele Kinder, welches Modell an Kaffeemaschine betreibt er, welche Fernsehsendung guckt er, welche Festplatte angeschlossen, bis runter auf die Milliwatt und Nanowatt, die dann ermöglichen, einzelne Modelle zu unterscheiden. Das sind eben Sachen, da müssen wir auch dafür sorgen, dass selbst mit Einwilligung sowas nicht möglich ist. Okay, also wer darf denn die Daten nach aktuellem Recht alles nutzen aus so einem Smart Meter? Also wofür werden die denn eigentlich verwendet nach aktuellem Recht? Also ich habe mir für die Vorbereitung nur das Messstellenbetreibergesetz angesehen und da vor allem die Rolle der Betreiber der Messstellen. Und das sind erstmal von Gesetzes wegen die ganzen erforderlichen Sachen, um im Grunde das Netz zu Abrechnungszwecken und solche Geschichten. Und alles andere wird dann im Grunde auf die Einwilligung ausgelagert. Und da ist im Grunde der Kreativität der Anbieter ja erstmal keine Grenze gesetzt. Eine Einwilligung, die schreibt jeder Jurist also im Schlaf, so nach dem Motto. Okay, ja, interessant. Also es ist auch deiner Ansicht nach nicht unbedingt sichergestellt, dass die Daten vertraulich behandelt werden und da bleiben, wo sie per Gesetz hin dürfen. Naja, Oder ist eher das Problem, dass zu viele Daten per Gesetz an zu viele Orte dürfen? Es gibt jedenfalls keine klare Absage daran, wo wir die Grenze ziehen, an wen sie gehen dürfen. Also wie gesagt, wenn da drin steht zu allen Datenkategorien am Ende noch ein Absatz oder wenn die Einwilligung vorliegt, dann haben wir im Grunde ja keine klare Grenze, zu wem wir es nicht weitergeben dürfen. Und diese Grenze fehlt. Und damit gibt es eigentlich derzeit rechtlich die Möglichkeit, mit den Daten alles zu machen. In den Grenzen der Freiwilligkeit und Informiertheit. Jetzt ich meine jetzt im Zuge der Datenschutzgrundverordnung beispielsweise gibt es ja auch Rechte, die jetzt gelten, so dass nicht ohne weiteres ich Daten an Dritte weitergeben kann, die kombiniert mit weiteren personalisierten Daten Rückschlüsse auf die Person beispielsweise oder auf den Standort zulassen. Also ich sehe schon, ich bin da total bei dir und ich glaube auch, dass es sehr notwendig ist, dass es eine absolute Transparenz gibt, wer hat eigentlich welche Daten und was wird mit Daten zu was verwendet und was kann ich, und dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, Sachen auch zu widerrufen. Ich sehe nur, dass wir auch immer so ein bisschen gucken müssen, dass auf der anderen Seite wir am Markt eine ganz andere Bereitschaft haben, dass Bürger ihre Daten geben. Also wenn man jetzt sieht, weiß ich jetzt nicht, wie viele Menschen eine Payback-Karte besitzen, also ich habe sie selber nicht, aber natürlich kriegen dort diejenigen, die dort mitmachen, sämtliche Informationen über mein Konsumverhalten. Und wenn ich bereit bin, das an der Stelle zu geben, oder wenn mir ein Energieversorger sagt, wenn du die Leuten die Informationen mir gibst, dann bekommst du das und das Beratungsangebot, da ist es immer noch so, dass das am Markt auch angenommen wird. Ja? Wunderbares Beispiel, ich bin super kurz, Beispiel dafür, was eben das Datenschutzgericht nicht gelernt hat, nämlich der Verweis auf Transparenz alleine ist völlig im Grunde nutzlos, weil die Leute, die lesen diese langen AGB, natürlich ist es wahnsinnig transparent, was Payback macht, und dann willigen sie auch wirksam ein. Natürlich ist das alles rechtlich in Ordnung, aber das ist ja keine Antwort. Ich würde jetzt gerne, Steffi, du darfst gleich wieder, ich würde gerne dem Herrn Dr. Engelke noch die Möglichkeit geben, jetzt auch was zu sagen, der war noch gar nicht dran. Danke. Und natürlich würde uns alle auch sehr interessieren, was die Verbraucher- oder Prosumer-Sicht eigentlich auf diese Frage ist, also was sagt die Verbraucherzentrale, was sagt der Bundesverband? Ja, also einmal nochmal ganz kurz als Einstieg zum Datenschutz. An sich ist die Datenschutzregelung bei Smart Meter super gut. Die ist sehr streng, es dürfen praktisch überhaupt keine Daten weitergegeben werden. Die müssen alle beim Messstellenbetreiber bleiben und der darf die nur dazu verwenden, was er wirklich braucht. Und Weitergabe und andere Verwendung darf er nicht. So, das ist super toll. Und dann kommt das Aber, weil er darf nur dann mehr machen, wenn der Verbraucher einwilligt. So, und dann ist eben die große Frage, wie kriege ich den Verbraucher zu einzuwilligen? Und dann sind wir bei der Diskussion, die hier schon angefangen wurde. Und ich kann, also vorstellbar ist ja, ich biete einfach zwei Tarife an. Einen, der ein bisschen teurer ist und alle Daten sind safe. Und einen Tarif, der ein bisschen günstiger ist und der ist damit verbunden, dass ich aber mit den Daten andere Dinge tue, die ich alle
offenlege, ich frage den Verbraucher und der Verbraucher macht das Häkchen dran, aus welchen Gründen auch immer, die sind vielfältig, entweder weil es ihn nicht interessiert, weil er nicht aufgepasst hat oder tatsächlich im Vollbesitz der geistigen Kräfte das gemacht hat. Und in jedem Fall, die Daten werden dann zu anderen Dingen verarbeitet. Und da bin ich auch grundsätzlich skeptisch, weil eben die Daten großes Geschäft sind. Also insofern diese Zweiteilung. Dann ist angeklungen, wie ist das denn mit der Freiwilligkeit mit dem Smart Meter? Kommt er nicht? Für wen kommt er? Und auch da erstmal hört sich das toll an. Also oder vielleicht sollte man nochmal einen Schritt weiter gehen. Warum haben wir eigentlich diese Smart Meter? Was soll denn das? Warum diskutieren wir das überhaupt? Und die Idee war ja gut. Im Strombereich viele Erneuerbare, manchmal viel Strom im Netz, manchmal wenig. Das heißt, manchmal ist der Strom teuer, manchmal ist er billig. Und wenn ich jetzt solche variablen Tarife habe, ist es natürlich toll, wenn ich als Verbraucher über den Smart Meter dann meine Geräte einschalte, wenn der Strom billig ist und dann nicht einschalte, wenn es teuer ist. Also diese alte Geschichte Tag-Nacht-Tarife kennen vielleicht einige von Ihnen noch. Das System ist ja nicht schlecht. So, und die Idee war auch nicht schlecht. So, jetzt nach jahrelanger Diskussion, kommen die Smart Meter demnächst? Denn in Deutschland haben wir die geplanten Smart Meter, die nämlich diese Tarife nutzen können und die Daten senden, gibt es noch gar nicht. Vielleicht gibt es die ab Anfang nächsten Jahres. Und die Smart Meter, die wir zurzeit haben, das sind alle die, die nicht senden. Ja? So, und die werden, also ich selber bin gerade in Neubau eingezogen, da sind diese, ich sag mal, klassischen Smart Meter, aber ohne Sendeoption und die sind im Keller, der Hausmeister hat den Schlüssel, das heißt, ich komme da gar nicht rein, das heißt, ich weiß überhaupt nicht mehr, als ich früher weiß für mich und der Vorteil dieses digitalen Zähler für mich ist gleich null, Energiesparen null. Gut, das ist, und ich weiß, dass das kein Einzelbeispiel ist, aber das nur mal so dahingestellt. So, also an sich diese Smart Meter-Idee gut. Jetzt ist es so, dass diese Smart Meter in Deutschland kosten werden zwischen 23 und 100 Euro, sage ich mal, je nachdem, wie viel Strom ich verbrauche pro Jahr. Und diese Smart Meter werden sukzessive für Haushalte, die viel Strom verbrauchen, nämlich über 6.000 Kilowattstunden. Was heißt denn das? Durchschnittsverbrauch von einem Durchschnittshaushalt sind 3.500 Kilowattstunden, sprich also viel Verbraucher. Die müssen den einbauen, werden nicht gefragt. Hört sich toll an, das heißt, fast alle anderen sind freiwillig, Fragezeichen, habe ich auch erst gedacht und deswegen wenig Kritik gehabt, stimmt aber leider nicht, weil es gibt eben immer Ausnahmen. Eine Ausnahme ist, dass der Messstellenbetreiber, der sagt, also diese Straße, da baue ich die jetzt mal ein, habe ich als Verbraucher keine Wahlmöglichkeit. Zweite Ausnahme, ein Hausbesitzer mit einem Mehrfamilienhaus, 30 Parteien, sagt, ich baue die jetzt mal ein, als Mieter habe ich kein Veto. Recht. So, das heißt, tendenziell sind alle Bereiche betroffen. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Also, ich gehöre vielleicht zu der Fraktion, ich habe kein Vetorecht, ich bekomme den Smart Meter, ich zahle für den Smart Meter und wir haben vom Verbraucherzentrale Bundesverband vor ein paar Jahren eine Untersuchung gemacht, kann der Verbraucher, zwangsbeglückt, muss zahlen, über diese variablen Tarife, die es in Zukunft vielleicht mal gibt, denn das Geld rausholen, überkompensieren und trotzdem sparen, was ja cool wäre. Und die Daten, die wir über diese Studie bekommen haben, sagen leider nein, Pech gehabt. So, das heißt, es sieht so aus, als ob ich als Standard klassischer Verbraucher draufzahle. Einzige Ausnahme, wenn ich eine Nachtspeicherheizung habe. So, und dann zweites Stichwort, Prosumer. Für die ist es vermutlich eher interessant, weil die ja spielen können. Die haben vielleicht das Panel auf dem Dach, die haben vielleicht das Elektroauto in der Garage und den normalen Verbrauch auch. Und für die könnte der Smart Meter durchaus interessant sein. Und wenn wir den Strombereich verlassen, in den Wärmebereich gehen, da kann es auch sein, weil da viel größere Potenziale sind, dass da ein Smart Meter auch Sinn macht. Aber zurzeit die Diskussion geht nicht um Wärmesmart Meter, sondern um Stromsmart Meter. Ja, Steffi, jetzt interessiert mich kurz deine Reaktion. Du zuckst schon die ganze Zeit. Jetzt haben wir viel gehört über Datenschutz und Schwierigkeiten und wir haben von Malte Engler gehört, klares Nein. Was sagst du dazu?
Ja, also ich meine, das Messstellenbetriebsgesetz, das ja auch erwähnt wurde, das MSBG, das ja die Dinge klar regelt. Ich meine, es gibt diese sternförmige Kommunikation mit unterschiedlichen Zugriffsrechten für unterschiedliche Akteure. Da gab es damals auch viel Diskussion, wie viel dürfen Übertragungsnetzbetreiber an Daten bekommen, wie viel Verteilnetzbetreiber und so weiter. Die Punkte, die Sie gerade genannt haben, kenne ich sehr gut und teile die auch privat. Ich denke, das Spannende ist tatsächlich die Frage, ist der Datenschutz, ist das wirklich ein Hindernis oder ist das vielleicht auch, weil du vorhin gefragt hast, ob man daraus Geschäftsmodelle, ob die alle gekillt werden sozusagen mit mehr Datenschutz. Und ich denke, man könnte vielleicht auch umgekehrt fragen. Also ich habe sehr lange in Skandinavien gelebt, dort ist alles mit dem Datenschutz wesentlich relaxter, da denken die Leute nicht so viel drüber nach. Aber umgekehrt, gerade in Ländern, wo die Leute vielleicht darüber mehr nachdenken. Also wenn ich jetzt einen Anbieter hätte, der mir sagen würde, ich habe hier eine Lösung, was weiß ich, ein Energiemanagement-System für zu Hause, wo man Energieeffizienzpotenziale heben kann, aber die Daten bleiben bei dir, soweit es geht. Also da ist für mich so die Frage, wäre das vielleicht auch eine neue Nische, wo man sagen kann, dass man da eben auch Peer-to-Peer oder eben auch mit dezentralen Lösungen, klar, man kann dann vielleicht nicht immer alle Synergien komplett heben, aber man muss auch die Frage stellen, inwieweit sind auch dezentrale Lösungen möglich? Das ist der eine wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist, die Smart Meter sind wirklich nur die Aktorik und Sensorik, die eben tatsächlich dann die Daten messen und mit denen man vielleicht steuern kann. Das andere ist unser Strompreis. Wir zahlen zurzeit so viele Abgaben und Umlagen darauf und der regulatorische Rahmen ist eigentlich gar nicht da, dass diese Flexibilität angereizt wird. Also das zeigt wieder so ein bisschen, ja, wir haben jetzt dann vielleicht zwar künftig die Technik verbaut, aber es bedarf halt einfach noch wesentlich mehr auch im Regulierungsrahmen dafür. Das heißt, du würdest sagen, aber flexible Tarife wären prinzipiell gut und was bräuchten wir, damit wir da hinkommen können? Ja, die Frage wäre eben tatsächlich, wie viel man beim Endkunden überhaupt heben kann über den Endverbrauch. Also wenn man jetzt gerade auch von den kleineren Endkunden spricht, ist es natürlich auch geringer, als wenn man jetzt über größere industrielle Verbraucher spricht. Also das ist der eine wichtige Punkt. Und das andere ist natürlich auch zeitvariable Tarife. Solange die Preisstruktur so ist, wie sie jetzt ist, sehe ich da auch nicht den Anreiz. Und dann würden sicherlich viele Leute auch sagen, dann ist der Preis für die Datenfreigabe auch zu hoch. Aber ganz wichtig finde ich da eben die Freiwilligkeit an der Stelle, dass man sagt, kann, ich möchte das oder halt eben auch, nein, ich möchte das nicht als Endkunde. Ja. Jetzt würde mich noch mal kurz von dir, Justin, interessieren, der Smart Meter, den du selber gebaut hast und der auf deiner Homepage runterzuladen ist, also die Anleitung dafür. Was bietet der und was bietet der nicht? Also was von diesen Vor- und Nachteilen, die wir jetzt hier gehört haben, bringt der mit? Also der wesentliche Aspekt ist, dass man die Daten in seiner eigenen Hand behält, dass man entscheidet, wer die Daten bekommt, dass man sie im besten Fall nur selbst einsehen kann und dass man damit den Stromverbrauch analysieren kann, beispielsweise wie viel Watt Grundlast habe ich eigentlich. Wenn ich nachts 150 Watt verbrauche, konstant übers Jahr, dann erzeugt das schon so viel Stromverbrauch, dass ich da erstmal ran muss, dass ich sagen muss, okay, ich brauche jetzt zu überlegen, ob ich vielleicht das Licht schneller ausschalten sollte oder weniger Fernsehen oder so, sondern wenn ich da weiß, 150 Watt, dann muss ich da mal ran. Diese Dinge kann man da lernen und ohne, dass jemand Fremdes da jetzt Zugriff drauf hat. Aber das ist aber einfach nicht so, weil ich kann das als Verbraucher in der Regel nicht entscheiden, sondern das wird von jemand anders für mich entschieden. Erstens ist es gesetzlich festgelegt, welche Smart Meter senden und es ist völlig Schnuppe, ob mir das passt oder nicht. Die werden abgerufen. Und nochmal, wenn der Messstellenbetreiber entscheidet, ich kriege so ein Ding oder der Vermieter entscheidet, ich kriege so ein Ding, dann ist es völlig egal, dann ist meine Meinung interessiert nicht. Und die Daten sind weg. Und das sind aber auch, und es sind ganz bestimmte Geräte, die müssen zugelassen werden. Und da kann keiner basteln, sondern nur diese Geräte werden als Smart Meter zugelassen. Das nochmal so als Hintergrund. Das heißt, der Smart Meter von Justin, der bringt mir gar nichts, den darf ich gar nicht einsetzen quasi. Der wenn der eine Schnittstelle, also ein Gateway hat, ist der nicht zugelassen. Und habe ich das richtig? Oh, das geht nicht um eine Konkurrenz dazu. Nein, das ist ein anderes Thema. Das, was ich vorhin eingezeichnet hatte, ist Smart Meter Gateway, das ist irgendwie regulierter Bereich, verplombt genau. Und alles. Also genau. Das hat einem anderen nichts zu tun, falls genau. Es irgendwie, okay. Jetzt danke dafür, das rauszustellen, das ist sehr wichtig. Ja, es sind zwei Paar Stiefel. Ja, ich ist leider so, der Verbraucher entscheidet nicht, ob es jetzt die eine oder die andere Variante dahin kommt. Und das ist korrekt. Das heißt, es ging jetzt, so habe ich die Frage verstanden, aber um die Frage, wenn ich denn kein kommunizierendes Smart Meter habe, kann ich denn selbst Daten daraus ziehen? Also so habe ich es verstanden. Einen Aspekt finde ich aber noch wichtig, den ich so ein bisschen jetzt gerade vermisse in der Diskussion, die Frage, warum misst man denn in der hohen Auflösung in jedem einzelnen Haushalt und überträgt es aus den Wohnungen raus?
Ich bin jetzt erst seit 9 Jahren im Thema, aber da habe ich noch keine richtige Antwort auf die Frage gefunden. Und was ich immer wieder höre als Argument ist, dass man sagt, ja, wir müssen das doch regeln, weil Verbrauch und Abnahme muss ja immer übereinstimmen, weil sonst gibt es Netz. Das ist auch so, verstehe ich, alles klar. Das Dumme ist nur, die Smart Meter sind ja nicht, also über das Wort Smart, da haben wir jetzt genug Witze gemacht, aber die zeigen mir den jetzigen Verbrauch. Was der Verteilnetzbetreiber ja aber braucht, ist Informationen für die Bereitstellung. Der muss ja Strom bestellen, Wochen, Monate, Tage, Stunden, Minuten im Voraus, und da muss er immer noch regulieren, in dem Moment, wo es passiert. Wenn er jetzt also die ganzen Smart Meter hat und da drauf schaut, dann weiß er nur, ob er es richtig gemacht hat. Aber das hilft ihm nicht, das im nächsten Viertelstundenintervall besser zu machen. Und das ist meines Erachtens ein großer Denkfehler. Ja, Tanja, da würde ich von dir gerne auch nochmal was zu hören. Welche Akteure haben denn was davon, von diesen Daten eigentlich? Also welche Akteure können da Sinnvolles mit tun, also Sinnvolles für die Energiewende mit tun? Ja, ich wollte, das passt sehr gut zu dem Aspekt, den ich jetzt gerade nochmal mit reinbringen wollte. Wir haben jetzt viel über Flexibilisierung gehört und so weiter. Es gibt aktuell ein Forschungsvorhaben, was beim Wirtschaftsministerium liegt, also Forschungsvorhaben Piloten mit dem Namen Einsparzähler. Ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist, aber der Hintergrund zu diesem Vorhaben ist, dass wir unsere Klimaschutzziele halt im Gebäudebereich krachend verfehlen und dort die Effizienzpotenziale nicht heben, die dort sind, und überlegt wird, was brauchen wir denn eigentlich für Ansätze, was brauchen wir für Geschäftsmodelle, das Anreize entstehen, also nicht nur ein Anreiz, dass ich zu einer bestimmten Zeit meinen Strom nutze, um halt ja, die Flexibilisierung des Stromnetzes nicht zu gefährden, sondern auch Anreize, um Kilowattstunden einzusparen. Und die aktuelle Förderpolitik, die wir in Deutschland haben, fördert halt Maßnahmen, aber nicht unbedingt das Ergebnis, was ich mit dieser Maßnahme erziele. Und in diesem Förderprogramm sind jetzt über 40 Antragsteller, ich glaube 40 Projekte sind aktuell da auch drin, es werden wöchentlich mehr, die in ihren Vorhaben zeigen wollen, wie kombiniert mit Smart Meter, Monitoring, zahlenbasiert, Empfehlungen, Fördervorschläge an die jeweiligen Kunden, das können Endkunden sein, das können B2B-Kunden sein, dazu führen, dass Maßnahmen angewendet werden und dass nachher quasi Förderansätze entstehen oder Ideen für Förderansätze, wo die eingesparte Kilowattstunde finanziert wird. Ja, das ist also ein sehr, also wie wir finden, sehr interessanter Ansatz und eine sehr interessante Veränderung. Und wenn man jetzt sagt, so wer profitiert davon, dann ist das zum Beispiel einmal der Gesetzgeber, ja, oder auch wir als Gemeinschaft, wenn wir sagen, wir haben uns Klimaschutzziele gesetzt und wir wollen die erzielen, dann muss das irgendwo auch auf Messen und Monitoring basieren, weil wir schweben da an ganz vielen Stellen im Dunkeln und können basierend auf diesen Daten unsere Maßnahmen auch viel besser aussteuern. Dann ist es natürlich ich als einzelner Verbraucher, wir kommen halt wie gesagt immer sehr von dieser Wärmeseite und das ist uns auch extrem wichtig, weil ich ein Feedback bekomme dazu, hat sich meine Investition gerechnet, hat sie sich gelohnt, hat eventuell der Handwerker eine Maßnahme nicht richtig umgesetzt oder hat mir irgendein Produkt eine Effizienz versprochen, die sie nicht leisten kann. Also das finden wir in dieser Diskussion natürlich sehr wichtig und natürlich profitieren auch die Energieversorger und so weiter oder diejenigen, die Geschäftsmodelle in diesen Bereichen haben. Aber deswegen ist es ja wichtig, dass wir von all diesen Perspektiven die Debatte gemeinsam führen und nicht einem einzelnen Anbieter, der vielleicht sehr viele Vorteile für sich und sein Geschäft dort sieht, diese Diskussion überlassen und dann auf der anderen Seite einfach das dem Datenschutz komplett überlassen. Das ist richtig und die Sorge ist da auch sehr, sehr richtig. Aber gleichzeitig sehe ich halt auch das Ziel des Klimaschutzes und sehe, so wie wir es aktuell nicht machen, werden wir es im Gebäudebereich nicht erreichen. Dann würde mich nochmal vom Herrn Dr. Engler interessieren, gäbe es denn, also Sie haben ja eben gesagt, ein klares Nein, gäbe es denn juristisch gesehen Möglichkeiten, die Chancen doch, diese ganzen jetzt vorgestellten, intensiv vorgestellten Chancen, doch zu realisieren und trotzdem ein ausreichendes Maß an Datenschutz sicherzustellen? Haben Sie da eine kreative Idee? Also die Idee ist immer die gleiche, dass der Gesetzgeber schlicht, das ist eben Aufgabe des Gesetzgebers, also Diskurs führt und sich überlegt, was wollen wir gesellschaftlich dulden und was finden wir einfach nicht mehr hinnehmbar, und da eine Grenze zieht und dann eben sagt, wir brauchen auf jeden Fall eine Effizienzsteigerung, wir brauchen auf jeden Fall eine Analyse, was wo im Stromnetz besser laufen kann. Wir brauchen aber gleichzeitig auch, müssen wir dafür sorgen, dass wir gewisse Extrementwicklungen ausschließen, und das wäre eben die, was im Stellenbetreibergesetz leider fehlt, eine klare Absage eben an Überwachungsbasierte Geschäftsmodelle. Diese Absage fehlt,
ganz klar. Die fehlt auch im Pay-as-you-drive-Versicherungsbereich, die fehlt auch im Online-Werbungsbereich. Also die Einwilligung letztendlich ist für den Gesetzgeber immer so ein bisschen, oh, ist sehr schwierig, da müssen wir jetzt einen komplizierten Abwägungsprozess machen, das ist uns viel zu schwierig, wir machen einfach die Einwilligung. Das sollen die Verbraucher selber regeln, die sind ja freiwillig, die regeln das dann über ihre Einwilligung. Das ist im Grunde das, was in diesen Gesetzen oft als Notlösung gemacht wird. Das müsste im Grunde sehr klar reguliert werden, welche Verträge zum Beispiel überhaupt zulässig sind. Das kann man im Gesetz selber regeln, kann man auch Verbraucherschutz irgendwo reinschreiben, dass man ihm klar sagt, also Verträge, die zum Beispiel dafür sorgen oder die es zulassen würden, dass gewisse Einsparungen bei Einsatz von Smart Metering den Tarif vergünstigen, dass solche Verträge eben nur in ganz, ganz, ganz engen Rahmen oder eigentlich gar nicht zulässig sind, um zu verhindern, dass die Leute, die kein Geld haben, die sagen halt, ja, was soll ich machen, ich lasse mich halt überwachen, nur so kann ich meinen Strom bezahlen, und die, die das Geld haben, die kaufen sich dann halt das Datenschutz-Add-on. So, diese Geschäftsmodelle, die müssen reguliert werden oder schlicht ausgeschlossen werden. Alles andere sind ja technische Sachen, die problemlos, die jetzt, also das Mindestmaß an das, was gesetzlich zulässig ist, ist insofern ja tatsächlich ein hoher Standard, die Rechtsgrundlagen, auf der die Verteilung im Netz geregelt ist, die sind soweit schon ziemlich gut. Es ist eben nur, dass sie dieses Tor offen gelassen haben für diesen Missbrauch. Okay. Eine andere Frage würde mich noch interessieren. Jetzt wurde ja gerade auch schon angesprochen, wer kann sich dann den Datenschutz leisten und wer nicht. Mich interessiert noch eine andere Frage. Wenn wir jetzt in Zukunft möglicherweise Straßenzüge oder Ortschaften haben, die durch die Digitalisierung, durch Handel miteinander sich autark versorgen können. Was bedeutet das? Steffi, da gucke ich natürlich vor allem dich an. Was bedeutet das, also wo siehst du da Probleme und was bedeutet das für die Kosten des Netzes und wie werden die umgelegt? Ja, also ich meine, dadurch, dass ja Strom, wie ich schon vorhin sagte, ein Echtzeitgut ist, ist natürlich dann die Frage, inwieweit funktioniert der Match sozusagen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man hat verschiedene Häuser mit Aufdachanlagen, Photovoltaik, dann Batteriespeichersysteme, Elektroautos, Wärmepumpen, Wärmesektor natürlich auch ganz wichtig, ganz klar. Und man hat dann vielleicht so eine Community, die versucht, sich selbst zu versorgen. Also die Frage ist immer, wie hoch ist dieser Autarkiegrad, der da potenziell entstehen kann? Also inwieweit ist auch die Community vielleicht noch an das Netz tatsächlich angeschlossen. Also ich meine, es gibt ja Technologien, also Blockchain ist immer so stark gehypt, aber kann man an der Stelle durchaus mal zitieren, mit Peer-to-Peer-Ansätzen, wo es natürlich jetzt auch neue Möglichkeiten gibt, das über Smart Contracts zu machen. Das heißt also, ich müsste jetzt nicht immer meinen Nachbarn anrufen, kann ich gerade jetzt von deiner Solaranlage Strom kaufen, sondern man könnte das alles auch automatisieren mit diesen Smart Contracts. Also da gibt es natürlich schon neue Möglichkeiten. Ich denke, die Frage, die sich tatsächlich stellt, ist, wie weit ist dieser Selbstverständnis Versorgungsgrad tatsächlich erreicht. Also die Problematik fängt eigentlich dann an, wenn man halt eben tatsächlich sagt, okay, wir haben ja auch Windenergieanlagen, Offshore-Windenergieanlagen, die vor den Küsten Deutschlands Strom produzieren, den wir auch gut nutzen können, wo wir natürlich dann die Netze für brauchen, das Übertragungsnetz. Und das muss natürlich trotzdem auch finanziert werden. Also auch diese Investitionen in die Netzinfrastruktur, die halt eben auch natürlich alle Leute nutzen und gegebenenfalls vielleicht auch die Community nutzen müsste, wenn sie sich jetzt nicht selbst versorgen kann. Deswegen, also die Frage, glaube ich, kann man gar nicht abschließend beantworten, sondern die Frage wäre tatsächlich, ist es eher eine lokale Selbstausregelung in vielen Stunden oder ist es halt eben tatsächlich eine Autarkie? Ich denke, es wird eher ein Mischsystem sein, dass man sich eine Zeit lang selbst sozusagen versorgen kann, aber eben auch eine Zeit lang aus dem öffentlichen Netz entsprechend auch Strom bezieht. Und da ist es natürlich ganz wichtig, also Kostendebatte war ja schon angesprochen, das dann entsprechend auch so zu sozialisieren, dass es da auch kein Freeriding gibt, sondern dass alle dann auch die Kosten mittragen. Okay, fand ich nochmal ein wichtiges Statement. Bevor wir nochmal kurz öffnen können, um ein paar Fragen aus dem Publikum zu hören, weil ich sehe viele Hände zwischendurch schon hochschnellen, würde ich gerne nochmal in die Runde fragen, also in die Runde hier vorne fragen. Seht ihr eine Möglichkeit sicherzustellen, dass Smart Meter nur da Daten nach außen geben, also nur da ins Gateway geben, wo wir sie auch für die Energiewende brauchen? Vielleicht in einem Satz mit Ja oder Nein und einer kurzen Begründung würde ich gerne einmal die Reihe durchgehen. Gibt es die Möglichkeit? Vielleicht fangen wir hier an. Nein, es gibt niemals absolut 100% IT-Sicherheit. Ja, also wie schon gesagt wurde, die Sicherheitsstandards sind in Deutschland sehr hoch bei den Smart Meter Gateways mit den Schutzprofilen und technischen Richtlinien, aber es ist ja eigentlich immer ein Wettlauf mit der Zeit, wie hoch kann ich mein IT-Sicherheitsniveau halten, bis halt eben wieder sich neue Schlupflöcher befinden, wo dann doch jemand von außen ran kann. Deswegen, ich würde da auch eher in die Richtung Nein gehen. Und die dann aber wieder gestopft werden können vielleicht? Ja, im Idealfall, aber ich meine, Worst Case wäre ja tatsächlich ein Blackout und das wäre natürlich ein sehr hoher Kollateralschaden. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass die Schutzprofile so hoch sind. Sich
Sicherheitslücken horten und sie nicht freigeben, werden die gefixt zum Beispiel. Gehen wir weiter, Tanja? Es gibt keine absolute Sicherheit. Also das ist bei allen IT-Fragen, egal ob groß oder klein. Und wichtig ist die Kombination mit dem, was ist denn, wie ist die Reaktion, wenn etwas passiert? Und dort ja, die, daran zu arbeiten und die Klarheit zu haben. Also das heißt, Netze, ja, also auf unterschiedlichen, auf unterschiedlichen Ebenen. Also wir kommen jetzt ja von dem ganz Extremfall, aber das kann ja auch schon sein, dass unsachgemäß Daten beim Energieversorger irgendwas gehackt wird und das an irgendjemand anders geht. Also ne, ich glaube, da muss man die verschiedenen Ebenen benennen und dann gibt es die verschiedenen Alarmstufen, wie das in allen Systemen ist und dann muss klar sein, was wird gemacht, wenn so etwas passiert. Wie ist das Krisenmanagement an der Stelle? Ist. Jetzt sind wir schon beim Krisenmanagement. Okay, Thomas. Also völlig klar, wir haben diese hohen Datenschutzanforderungen immer gefordert. Früher waren wir alleine, inzwischen sind unsere Verbündeten die Cyber-Security-Leute, eben die Netzleute. Das ist super und ich denke auch, es wird nicht ausreichen. Wir werden jetzt die Einführung der Smart Meter bekommen und wenn das nicht funktioniert, so wie es angelegt ist. Das heißt, wenn viele Daten dann von Verbrauchern doch woanders hingehen, dann müssen wir nachjustieren. Also ich würde auch sagen, nein, wobei ich mir weniger Sorgen mache um das Thema des illegalen Missbrauchs als um den legalen Missbrauch im Sinne von rechtlich einwandfrei, aber nicht im Sinne des Nutzers. Darüber würde ich mir mehr Sorgen machen. Okay, dann würde ich jetzt noch Fragen aus dem Publikum zulassen. Also genau, die Dame hier vorne in der vierten Reihe würde ich vielleicht mit anfangen. Vielleicht mit Mikro, damit es alle hören können. Vielen Dank. Ich habe eine Frage oder auch eine Anmerkung. Und zwar ging es mir darum, dass ja am Anfang auch gesagt wurde, wir brauchen das für Elektromobilität. Und da wollte ich zum einen mal anmerken, dass das gerade noch gar nicht so klar ist, weil man gar nicht weiß, wie die Gleichzeitigkeit von Elektromobilität überhaupt sein wird und ob wir dadurch überhaupt die Spitzen bekommen, die teilweise jetzt vermutet werden, weil man gar nicht weiß, wie laden die Menschen und was für eine Ladeleistung wird das sein. Deswegen wollte ich da mal so reingehen, vielleicht wird das gar nicht so und anmerken, dass das ja eigentlich gerade ein ganz schöner Sprung ist, den wir hier fordern von den Netzbetreibern. Die ja aktuell teilweise noch nicht mal die Werte von den Umspannstationen, das sind dann so 400 Häuser oder so, zusammengefasst haben, sondern da nur wissen, was irgendwie der Maximalwert in einem Jahr war. Und eher so die Frage ist, sollten wir nicht erstmal kleinere Schritte gehen und sagen, okay, wir messen jetzt erstmal die Umspannstationen aus und nutzen diese Werte und danach schauen wir halt einen Schritt weiter, weil es gerade überfordern wir, glaube ich, auch alle Netzbetreiber, weil die eigentlich gar nicht mit ihren Messdaten von den Umspannstationen überhaupt vernünftig umgehen können. Okay, da bist du, glaube ich, am ehesten angesprochen, Steffi. Ja, zum Thema Elektromobilität, also das ist richtig, dass die Frage ist, wie sich die Gleichzeitigkeitseffekte ergeben. Man muss halt nochmal, es wird auch unterschiedlich sein, je nach Netzregion. Das Verteilnetz ist ja sehr heterogen. Es wird Verteilnetze geben in der Niederspannung, wo Netzengpässe auftreten. Es wird weniger, die weniger gut ausgebaut sind. Es gibt aber auch gut ausgebaute Verteilnetze. Aber nichtsdestotrotz ist es an der Stelle auf jeden Fall wichtig, sehr früh auch Netzzustandsinformationen zu erfassen. Weil es gab ja das 50,2-Hertz-Problem damals mit der Photovoltaik, wo man auch dachte, ach, das sind so wenige Photovoltaikanlagen im Netz, die haben gar keinen Systemeffekt. Und am Ende war das Problem auf einmal so groß mit einer riesigen Nachrüstungsaktion, genauso bei Windenergieanlagen. Das heißt, aus der Sicht finde ich schon sehr, sehr wichtig, da eben frühzeitig auch sehr wachsam zu sein und auch gegebenenfalls notwendige Aktorik zu verbauen oder zumindest erstmal in Einzelnetzen auch Erfahrungswerte zu sammeln. Also das, denke ich, ist an der Stelle auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Schritt, weil ansonsten kann es auch sein, dass man da tatsächlich ein Problem hat, das auf irgendwann auf einmal ganz enorm ist, wenn dann doch ein Hochlauf kommt. Dann in der letzten Reihe ist eine Frage. Ja, die schließt sich... Oh. Ja, oder ist es... Ja. Entschuldigung, es ist die vorletzte Reihe. Also meine Frage schließt sich direkt an. Selbst wenn wir ein Problem mit den Lastspitzen hätten in der Elektromobilität, ich habe den Link noch nicht verstanden, wie mir der Smart Meter als Messgerät dabei helfen könnte, dieses Problem zu lösen. Ja.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also man muss sagen, es gibt ja zwei verschiedene Probleme. Es kann einmal das Problem geben mit der Systembilanz bei der Lastspitze, aber das größere Problem ist tatsächlich, wenn man jetzt einen Netzstrang hat, wo alle Leute halt eben gleichzeitig sozusagen laden. Und dann wäre halt eben der Punkt, dass man entsprechend wissen müsste erstmal, wie ist die Last an dem Netzstrang. Also ich sage jetzt auch nicht, dass man jedes Elektroauto sozusagen, was man an jeder Wallbox jetzt per se messen müsste, aber man müsste erstmal wissen, was ist an dem Netzstrang. Aber wenn ich dann tatsächlich reingehe und sage, okay, ich habe da das Problem der Überlastung, dann müsste ich natürlich gegebenenfalls intelligent steuern. Das heißt, dass ich einige Ladevorgänge verschiebe von einigen Verbrauchern mit einer Steuerbox, die dann gegebenenfalls auch über das Smart Meter Gateway eingebunden sein kann. Und indem ich halt eben auf der anderen Seite dann andere Leute, das könnte man ja auch nach Präferenzen machen, dass jemand anders sagt, ich möchte erst später laden, dann kann die Person erst später laden. Aber dafür bräuchte man halt eben schon diese Kommunikationsinfrastruktur, um das dann halt eben auch zu ermöglichen. Ich meine, die Frage ist dann natürlich, wer regelt? Also ist es dann der Netzbetreiber oder kann man vielleicht auch, wenn das eine Community ist, das untereinander machen? Also diese Steuerungsebene, das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber das wäre in dem Fall halt schon dann die Frage. Interessante Diskussion, ja. Da. Meine Bemerkung war gerade dazu. Darf ich ohne Mikro? Okay. Erst als eigentlich weiß man aus Norwegen, und das waren alle zur gleichen Zeit nach der Wand. Also die Spitzen, die kommen. Aber zur anderen Bemerkung bringt das Smart Meter alleine nichts. Das war eine Naivität der Europäischen Kommission, muss man ganz offen sagen. Die Unternehmer sind genauso verloren eigentlich wie die Kunden. Ja. Und das hat überhaupt nichts gebracht, keine Einsparung. Ja. Wenn Smart Meter Einsparungen bringen sollten, dann muss man eigentlich noch mehr in die Privatsphäre einbringen. Man muss die Mann-Response. Sie müssen meine Waschmaschine stoppen können, remote, ja, um die Spitze aufzusetzen. Und ich glaube, es ist ein ganz klarer, also ich forsche seit einigen Jahren in dem Bereich, es ist ein ganz klarer Wetterkonflikt. Tut man Privatsphäre oder eben CO2-Ausstoß höher bewerten. Und wenn, dann muss man, ich zeige im Übrigen morgen auch um 12, glaube ich, also, wie man. Jetzt kommt nochmal Werbung. Heizungssteuern kann zum Beispiel, also die bringen etwas, aber man muss ihnen noch mehr Macht geben. Möchte da noch jemand aus dem Panel hier vorne drauf reagieren? Auf diese Aussagen gerade? Ja. Naja, das geht schon in die richtige Richtung und wir diskutieren ja immer wieder auch die Waschmaschine, die man dann einschaltet, wenn der Strom billig ist, und die Frage ist immer, wie macht man das? Sitzt man dann die ganze Nacht neben der Waschmaschine und liest am Smart Meter den aktuellen Stromverbrauch an und drückt dann auf den Spalter, wenn es billig ist? Ist natürlich Quatsch, und selbst wenn man nicht daneben sitzt, bringt die Waschmaschine auch nichts, weil ich will vielleicht gar nicht, dass die irgendwann wäscht, sondern dann zu dem Zeitpunkt, wenn ich auch die Wäsche dann aufhängen kann oder wie auch immer. Spülmaschine ist vielleicht schon einfach, Kühlschrank geht vielleicht auch nur bedingt, Gefriertruhe vielleicht am ehesten, haben aber vielleicht gar nicht so viele Leute. Also das Potenzial bei dem normalen Standardverbraucherhaushalt, glaube ich, zur Energieeinsparung über das Smart Meter durch variable Tarife ist sehr begrenzt. Okay, ich glaube, jetzt ist Zeit, nochmal ans Publikum zu fragen. Mich würde jetzt interessieren, nach dieser Diskussion nochmal die Frage zu stellen. Wer von euch hat einen Smart Meter oder hätte gern einen zu Hause, um was für die Energiewende leisten zu können? Klar, das sind ungefähr gleich viele wie vorhin. Und wer sagt, nicht in meiner Wohnung? Das sind wenige. Ja. Okay, alle Unklarheiten beseitigt. Also es scheint noch ähnlich zu sein, wie es vorhin vor der Diskussion war. Okay, obwohl sich andere Leute gemeldet haben als beim ersten Mal. Das ist auch interessant. Alles klar. Dann müssen wir zum Ende kommen. Wir haben noch eine Minute gerade so für die Abmoderation. Ich hoffe, ihr fandet das Gespräch aufschlussreich, habt was dazugelernt. Es gibt jetzt gleich im Anschluss Mittagessen, wird auch Zeit, um 13:30. Ich hoffe, ihr nutzt alle die Zeit, um euch im Forum, im Lichthof umzuschauen und nicht nur zu essen. Nach der Pause müsst ihr euch dann unter anderem entscheiden zwischen der Session Meine Stromdaten und ich und der Session Dezentrale Stromspeicher für Wohngebäude. Also die Energiewende wird uns nicht loslassen. Vielen Dank auf jeden Fall an alle hier vorne auf dem Panel und auch an das Publikum. Und ich wünsche allen einen guten Appetit.